Zack, ist wieder Freitag, Weihnachten und Jahresende. Das Jahr ging rasend schnell vorüber. Vielleicht einige Worte zum Jahresschluss. Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Volkach und den Stadtteilen, das Jahr war natürlich geprägt von Corona. Das ging Ihnen genauso wie uns hier in der Verwaltung. Es gab ständige Änderungen, egal ob Eintritt ins Hallenbad, ob die Regularien hier in der Verwaltung. Es wurde aber auch vieles erreicht und wir haben auch Corona getrotzt. Es gab den Volkacher Kabarett-Sommer, der wieder sehr erfolgreich war. Wir hatten eine Serenade auf dem Weinfestplatz und unsere Jahreskonzerte fanden virtuell im Streaming statt, wo auch viele hundert Leute daheim zugeschaut haben. In unserem Ort und den Stadtteilen wurde vieles erreicht. Projekte wurden beendet, zum Beispiel der Kreisel Volkach Süd, unser Aldi-Kreisel wurde jetzt eingeweiht. Wir haben im Rathaus eine neue effiziente Heizung bekommen. Die Ortsdurchfahrt Krautheim wurde eröffnet und auch der Dorfplatz mit der Dorfscheune wurde gestaltet. Es haben neue Projekte begonnen. Das Baugebiet Obervolkach ist jetzt in der Konzeption. Das Mainquartier, der Bebauungsplan wurde verabschiedet und es gab vor kurzem die erste Planerbesprechung zur Generalsanierung unseres Freibades. Im Bauamt sind derzeit fast 60 Projekte in Bearbeitung und auch für 2022 steht vieles an. Wir wollen uns nicht nur um Bauprojekte kümmern, sondern auch um Leerstandsmanagement nach dem Motto innen vor außen. Wir möchten ein Klimakonzept beginnen und unsere interkommunale Zusammenarbeit mit der ILE Mainschleife Plus mit Leben erfüllen. Wir haben dann den Obervolkacher Kindergarten, der nächstes Jahr dann fertig wird und saniert ist und noch eine ganze Reihe weiterer Bauprojekte. Ich möchte hier an dieser Stelle insbesondere allen Ehrenamtlichen ganz besonders danken, denn egal ob zum Beispiel eine Stunde Zeit füreinander, der Bürgerbus, die Grünparken oder auch die vielen Vereine bei uns, die ja auch Corona geprägt waren, ohne die Ehrenamtlichen wäre unsere Gesellschaft hier an der Mainschleife nicht das, was sie ist. Und hier in Volkach sind das der soziale Kitt bei uns an der Mainschleife. Ich möchte aber auch mal den Fokus auf viele Hauptberufliche lenken, die unsere Kommune am Laufen halten. Zum Beispiel die Leute vom Bauhof, die heute Morgen auch wieder gestreut haben. Dann die Pflegerinnen und Pfleger oder auch unsere Erzieherinnen, die ja auch ganz besonders von Corona betroffen waren. Oder auch die Arztpraxen bei uns an der Mainschleife, die zurzeit ja auch hier viele, viele Impfungen abdecken. Und da auch mein herzliches Dankeschön an unsere Hauptberufler. Liebe Volkacherinnen und Volkacher, ich wünsche Ihnen und Ihren Familien gesegnete Weihnachten und, wie heißt es auf Fränkisch, einen guten Beschluss. Vielen Dank.